Einen wunderschönen guten Hallo meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ark, beziehungsweise Dino-Katzen. Und wir haben letzte Folge unseren Drachen geholt und ich habe ein paar Kommentare bekommen, beziehungsweise einen ausführlichen Kommentar von Jody. Jody ist ja eigentlich unsere Ark-Spezialistin und leider spielt die nicht mehr auf dem Server, aber ihr habt ja auch diesen Drachen hier ausgebrütet, steht ja dran, ist Jody ihrer. Und die hat mir gesagt, dass der Drache alles transportieren kann, was ein Quetzal auch transportieren kann. Das bedeutet im Endeffekt, rein hypothetisch, hoffe, dass das jetzt so klappt, wie ich mir das gedacht habe. Wir müssen, das ist nämlich extrem schwierig, mit dem Ding richtig zu steuern. Ja, wenn man ein bisschen langsamer fliegen könnte, wäre das vielleicht einfacher. Komm schon, den habe ich. Ich habe was, aber ich habe Flash genommen und nicht Thomas. Ich wollte Thomas haben. Eieiei, also ein Tigerchen können wir schon mal, das ist gut. Aber ich brauche Thomas. Das ist falsch. Komm schon, du kannst das. Nein, das ist der Falsche. Komm schon, stell dich jetzt richtig hin. Wir machen das jetzt anders. Wir holen uns den jetzt her. Wir holen uns jetzt Thomas her, damit wir das machen können. Hast du noch Level-Ups? Oh, du hast auch ein Level-Up. Bitteschön. So. Lieber Thomas. Wir benennen heute Dinos übrigens. Das machen wir am Ende der Folge. Denn dann muss ich die Namen gerade raussuchen. Deswegen bleibt dran. Oder wenn ihr halt sehen wollt, ob ihr dran gekommen seid schon in dieser Folge oder nicht, dann schaut halt nach. Das ist je nachdem. Mal ganz kurz, Gamma 4? Ja, sieht man mehr. Ist leider dunkel gerade, das ist das Problem. So. Geht's, Drachi, komm. Geht das? Das ist das Wichtige, was ich wissen will. Nein, der hat... Boah, ist der flott, Alter. Ja, wir können ein Ankilo damit wirklich transportieren. Jody hat recht. Das bedeutet im Endeffekt, wir können uns eine Box machen, in der wir Sachen zähmen. Wie zum Beispiel ein Dödi. Nur als Beispiel. Damit wir mehr Steinis bekommen. Und das, denke ich, ist auch gar nicht so schlecht. Habe ich ihn jetzt da abgestellt, wo er hin soll? Ja, eigentlich schon. Ah, oh, das wäre so schön, wenn wir das ganze Zeug von dort hätten. Naja, was haben wir hier unten gerade? Man nennt es Frühstück. Oh, guck mal, ein kleiner Dilo. Knuffig. Man nennt es auch Mittagessen. Also diese Blitzangriffe machen eine Menge Damage, aber sind halt auch extrem OP. Uiuiui. Und ich habe gesehen, wir können mit irgendeinem bestimmten Angriff, ich glaube mit rechts, nee, mit links, links. Oh nein, da waren Dodos. Ich meine, oh ja, da waren Dodos. Wir haben Dodos getötet, wir haben richtig gemacht. Wieso lebst du noch? Da ist einer vor mir, der mich brutzelt. Brutzeln. Du bist so gut wie tot, Pronto. Und das ist dein Tod. Oh nein, das war der Oviraptor. So, jetzt haben wir nicht mehr genug Ausdauer, um hier weiter zu partyen. So. Müssen wir kurz Ausdauer regenerieren. Eigentlich würde ich ganz gerne ein bisschen Chitin noch farmen, weil wir brauchen gleich Chitin. Da vorne sind 3 Skorpione. Das ist ein guter Weg, Chitin zu farmen. Und Brontos sind sehr gut, um zu leveln. Dann machen wir kurz die Skorpione da vorne rund, oder?
So, 14 Chitin. Gar nicht so einfach damit zu zielen. So, beide herkommen. Nein, es regnet nass. Auch noch gebrutzelt. Das ist eine schöne Menge Chitin und Keratin, das wir hier sammeln. Chitin, gucken wir gerade mal, 49 jetzt gesammelt. Endlich haben wir da eine Möglichkeit, das effizient zu sammeln. Das ist gut. Kann ich schlafen? Ist kein Lob-Anna auf dem Server. Bringt uns das Schlafen gerade irgendwas? Ein Agent habe ich. Putzen! Hab nicht getroffen. Oh, das ist ein Raptörchen. Müsste ich nicht den Raptor hier vorne treffen? Da ist kein Raptor. Wo ist der Raptor hin? Hä? Wo ist denn das Raptörchen hin? Der war doch hier gerade. Ein magischer Raptor. Gehen wir mal ganz kurz gucken, ob wir im Bett schlafen können. Nein. Nein, nein. Wo ist denn unser kleiner Fuchs? So, du wärmst mich nämlich. Und ich verhungere gerade. Das ist eine schlechte Kombination. Das ist eine wirklich schlechte Kombination. Jetzt habe ich irgendwas fallen lassen. Mal kurz 150 von den Tintobären futtern. Die müssten dafür sorgen, dass wir wenigstens ein bisschen Futter wieder haben. Ach, ein Kothaufen. Nice. Wir haben kein Holz hier drin. Das müssen wir ganz kurz machen. Denn wir sterben jetzt sonst gleich an Unterkühlung. Das ist halt doof. Eisen. Eigentlich müssten wir gerade nicht sterben. Haben wir noch unsere Pelzrüstung? So. Entschuldigung. Eieiei. Also, das tötet uns jetzt doch nicht und wir kriegen gerade noch ein bisschen Futter nach oben. Wir sollten uns mal einen Kochtopf craften. Welchen Kochtopf brauchen wir dafür denn? Gucken wir mal gerade, der müsste ja hier irgendwo sein. Oh, Upgrade Station Manual. Gibt's denn schon eine Upgrade Station? Station? Es gibt eine Crafting Station, es gibt eine Upgrade Station. Die können wir uns mal machen. Es gibt eine teure und eine billige. Faszinierend. Holz, Leder, Metall, Stein. Ich verbrauche gerade unser ganzes Metall, oder? Ja. Wir haben kein Rohmetall mehr jetzt. Haben wir hier noch Rohmetall drin? Naja, wir haben Steinis drin, das ist schon mal gut. Haben wir in dir noch irgendwas drin, was ich gerade brauche? Leder können wir brauchen. Holz und Metall. Holz haben wir auch in dir drin, oder nicht? Ne, das haben wir drüben. Entschuldigung. Vielleicht hast du noch... Oh, das, dich habe ich gerade schon gefragt, oder? Ja. Wo ist denn Thomas?
Wo genau habe ich Thomas abgelassen? Thomas? Wo habe ich dich hingeschmissen? Ich glaube, wir müssen Thomas suchen. Wo ist Thomas? Der steht doch direkt vor mir. Warum sehe ich den erst, wenn ich auf dem Drache sitze? Gemein. Hier, du bist Thomas. Aber du hast auch kein Metall. Das ist schlecht. Bedeutet, wir müssen ganz kurz Metall suchen und wir brauchen noch Holz. Metall müssten wir da vorne rauskriegen, theoretisch mit einer Spitzhacke. Stein, Stein, Steine, die Stein. Ich sage Stein, Stein, Steine, die Stein. Ach, unten gibt es auch Metallerz. Bin ja doof. Oh, das könnte ich mit Flugfisch hier eigentlich holen. Komm ich hier wieder hoch? Ja, wenn ich hier drauf springe, müsste ich hochkommen. Nein! Runterfallende Katze! Runterfallende Katze ist böse Katze. Hoch da! Ich komme da nicht hoch. Komm ich da hoch? Ich will da hoch. Ja gut, dann gehen wir halt hier unten lang. Aber ich bin jetzt schon fast voll. Wenn ich jetzt Metall noch in die Pfote nehme, bin ich weg vom Fenster. Oh, das ist genug Metall. Das mehr brauchen wir nicht. Müssen wir nur noch einen Weg finden, hier nicht zu sterben, beim Versuch nicht zu sterben. Und da hoch. Yay. Nice. Das ist nice. So. Jetzt müssten wir mit ein bisschen Holz. Holz habe ich hier drin. Holz habe ich nicht da drin. Wo habe ich Holz? Holz habe ich hier rein. Feuer löschen. Du bist überladen, ist kein Problem. Wir wollen nämlich nur den Upgrade-Table. Oh. Gerade. Eine Upgrade-Station. So, das ist eine Upgrade-Station. Die stellen wir gerade mal hier hin. Die kann nämlich, wenn ich mich nicht täusche, ein Sach wie das hier, Attempt Upgrade, zwei Metallbarren, Holz und Leder, die kann versuchen, Sachen abzugraden. Wenn ich jetzt zum Beispiel versuchen würde, das hier zu upgraden. Oh, wow. Das ist extrem teuer. Nicht toller. Ich kann ja mal gerade hier, das sind ja sowieso so die Grundstoffchen, die da immer rein müssen. Das kann ja gerade mal rein. Das kann ja auch mal gerade rüber. Wieso habe ich denn immer noch das Ding eigentlich auf? Müsste ja eigentlich das Ding aufhaben. Aber eigentlich müsste ich gar nichts mehr aufhaben, weil es regnet nicht mehr. Aber ich kann ja mal, Moment, wir können ja mal gerade hingehen und diese ganzen Stoffsachen, die wir immer bekommen, und diese Sachen hier mal salvagen. Können wir die verarbeiten zu irgendwas? Wenn ich da jetzt draufklicke, Salvage Items. Oh, da bekommen wir Zeug raus. War nur Müll, aber wir bekommen Zeug raus. Das hat gut funktioniert. So, das alles mal rüber. Das hat wirklich gut funktioniert. Wir können endlich das Gamma ausmachen, das ist gut. Oh, vielleicht lassen wir noch Gamma 3 an. Was ist das denn für ein Geräusch? Verrückte Geräusche, die ihr hier macht. So, wir brauchen ein Dödi. Und jetzt ist die Frage, wie lange unsere Flinte noch hält. Die hat eine volle Haltbarkeit, oder? Ja. Ich glaube, irgendjemand hat meine Flinte repariert, ohne mein Wissen, aber okay. Die hat das. Und wir haben hier mit Drachi auch einen neuen Angriffsschaden. Sehr gut. Oh, hier haben wir allgemein eine Menge Zeug drin. Lazarus-Suppe brauchen wir nicht. Sauropoden brauchen wir nicht. Beeren im Allgemeinen brauchen wir in dem auch nicht. Wir können mal die ganzen Pfeile und so weiter mitnehmen, die wir hier haben. Und das Zeug, dass der sich da die ganze Zeit zusammenlootet, mal salvagen. Auch wenn das nur Fiber und so weiter gibt, ist es immer noch effizienter, als das kaputt zu machen. So, dann nehmen wir kurz mal alles raus, was wir da rausnehmen können aus dem Viech. Aus dem feinen Drachi.
Da ganz viel Fleisch hier rein. Da noch ein bisschen Prime Meat hinterher. Sehr schön. So. Okay. Bei mir leckt gerade das Spiel jetzt. Was wir gerade ablegen müssen, ist das hier brauchen wir nicht. Ich behalten wir mal. Das kann sein, dass wir dich nämlich irgendwann brauchen. Und sonst können wir den Rest mal in die Futtertröge legen. Und das da können wir in den hier reinlegen. Das Rotten Flesh, das Spoiled Meat und sowas. Wir haben ja sogar noch Zeug. Wunderbar. Bedeutet, wir schmeißen hier das da rein, wir schmeißen hier das da rein. Keratin, Chitin schmeißen wir rein. Narkopfeile und Pfeile allgemein für Unterwasserzähmen brauchen wir auch ganz gerne mal. Und dann können wir eigentlich hier mal kurz eine Ladung salvagen wieder. Zack, 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 zack. Ich weiß halt nicht, ob wir die Pfeile wirklich salvagen können. Werden wir gleich sehen. Wenn ich jetzt Salvage Items klicke, macht er dann alle. Der macht alle. Okay, jetzt können wir die rüber traden und das ganze Zeug wieder rüberlegen. Und dann haben wir sogar ein paar Steinchen da rausbekommen. Das ist ja nice. Dann können wir hier mal gerade... Da sollten wir keine Narko-Bären reinlegen, aber Mayo-Berries können wir reinlegen. ich glaube ganz ehrlich, dass mein Futterdruck ab und zu mal von Leuten aufgefüllt wird, wie Sabrina und so weiter, also Black Angel. Die spielt nämlich relativ aktiv arg. Und ich glaube, Darky legt auch ab und zu rein und Simsala auch. Aus dem einfachen Grund, weil ich hier ja unregelmäßig aufnehme. Also ich nehme ja nicht jeden Tag eine Folge auf, sondern ich versuche eigentlich immer vorzuproduzieren, weil ich halt noch 5000 andere Projekte habe gefühlt. Und deswegen sind da dann manchmal eventuell Sachen drin, die ich gar nicht so gemacht habe. Das ist auch ganz gut so, weil sonst würden uns die ganzen Dinos nämlich wegsterben im Laufe der Zeit. Wo düsen wir denn jetzt gerade mal hin? Hier ist eine Menge Chitin und Keratin unterwegs, wenn man sich das mal anguckt. Und wir beißen mal. So, sind jetzt alle Schildkrötis da? Oh, die ist stark. 27. Du bist doch so gut wie putt. So, nur du musst noch gebrutzelt werden. Komm schon. Nein. Oh, da oben sind zwei Brontos. Die man theoretisch noch machen könnte. Die Frage ist, was nehmen wir uns als nächstes zum Zähmen in Anspruch? Wir machen noch kurz die zwei Brontos. Und dann müssen wir mal ein höherleveriges Viech suchen in die nächste Folge. Kann der uns wegschlagen? Ich glaube, mein Controller vibriert jedes Mal, wenn ich geschlagen werde. Ja, mein Controller vibriert jetzt jedes Mal. Das ist natürlich nervig. Ein Pronto Podemar. Oh, da habe ich einen Pteradon fast gerade in der Luft gekillt. Jo, auch dich habe ich putt gemacht. Da unten ist noch ein kleiner Stego, der Stress sucht. Böser Stego. Da, den Bronto noch kurz futtern und den da oben eventuell auch noch. Wenn der noch liegt, genau. Und dann gehen wir gleich ans Dino benennen, Leute. Upsala. Ja. Und Ausdauer regenerieren und dann ab zum Dino benennen. Wuhu! So, meine lieben Menschen, Tiere und Doktoren. Wir haben jetzt hier ganz kurz noch einen umzubenennen. Und zwar habe ich jemanden gesehen, der unter dem Video kommentiert hat, der Meini hieß. Das bedeutet, das ist jetzt Meini.
Hallo, Meini. Du bist jetzt unser Argentavis. Das bedeutet, wir haben jetzt einen Argentavis mit dem Namen Meini. Das ist doch schon mal nice. Und einfach damit uns die Dinos nicht ausgehen, die wir benennen sollen, sollte es das auch schon gewesen sein, weil wir haben nur den Dilo momentan, den wir noch benennen könnten. Und das ist schlecht. Das bedeutet, wir müssen nächste Folge unbedingt ganz, ganz viel zähmen. Auch unseren Freund hier auf der Schulter müssen wir noch umbenennen. Aber der kommt auf jeden Fall mal special dran irgendwie. Naja, liebe Menschen, Tiere und Doktoren, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Bis dahin erstmal. Ciao.